Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit betete Jesus für sich allein, und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an, es niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Zu allen sagte er: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugnet er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Gelobt sei Jesus Christus. Heute feiern wir in der Kirche den 12. Sonntag im Jahreskreis. Der Osterfestkreis ist vorbei. Der erste Sonntag nach dem Osterfestkreis war vergangene Woche dann der Dreifaltigkeitssonntag. Und nun gehen wir mit diesem 12. Sonntag beginnend das Kirchenjahr entlang bis zum Christkönigssonntag im November, um danach in das neue Kirchenjahr mit dem Advent wieder einzutreten. Blicken wir auf das heutige Evangelium. Für wen halten mich die Leute? Was will unser Herr Jesus Christus mit dieser Frage bezwecken? Er, der allmächtige Gott, weiß doch, was die Menschen von ihm halten, für wen sie ihn halten, was sie über ihn denken. Doch darum geht es Jesus nicht. Ihm geht es vielmehr darum, dass in seinen Jüngern der Denkprozess einsetzt und die Frage für jeden Einzelnen geklärt wird: Wer ist Jesus für mich? Welches Bild habe ich mir in meinem Leben von Gott gemacht? Wird dieses Bild der Wirklichkeit gerecht? Und vor allem, drückt mein Bild von Gott aus, in welcher Beziehung ich zu ihm stehe? Denn es darf uns ja nicht darum gehen, in akademischer Distanziertheit von Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu reden. Es darf weiters nicht darum gehen, dass wir den Herrn Jesus Christus in menschengemachte Grenzen und Bilder und Vorstellungen zwingen. Wir werden unserer Berufung als Kinder Gottes niemals gerecht, wenn sich unser Zugang zum Herrn, ja unser Zugang zum Glauben, auf diesen eben genannten Blick reduziert. Für wen halten mich die Leute? Sehen wir in unserem Herrn Jesus Christus wirklich den lebendigen und wahren Gott, den allmächtigen Gott, den Sieger über Sünde und Tod, einen Gott, der zugleich unsagbar nahe ist, unser Bruder geworden ist, uns die Hand reicht, uns auf Augenhöhe begegnet? Sehen wir in Jesus Christus den, den sie durchbohrt haben, unserer Sünden wegen, der für uns am Kreuz gestorben ist? Oder blenden wir Kreuz und Leid aus und reduzieren wir den Herrn auf einen hilfreichen Kumpel, den man eben einmal anruft, wenn man ihn braucht? Erkennen wir, dass uns Jesus Christus gezeigt hat, was Gottes Kindschaft wirklich bedeutet? Dass wir in ihm alle eins sein sollen? Oder reißen wir als Menschen immer neue Gräben auf zwischen Rassen und Nationen, zwischen Völkern und Sprachen? Und wenn uns dieses Erkennen des Herrn gelingt, sind wir bereit, für die Wahrheit über Jesus Christus einzutreten? Für die Wahrheit, dass er seine Kirche auf dem Felsen Petri gegründet hat? Für die Wahrheit, dass es uns aufgetragen ist, ihn und seine Kirche und den Heiligen Vater zu lieben, für ihn einzustehen, dort, wo er tagtäglich verachtet, verspottet, verleumdet wird, wo die Menschen die Heiligkeit des Lebens missachten, die Würde des Menschen, den Sonntag. Es ist keine leichte Aufgabe, die uns der Herr hier anvertraut hat. Doch er steht dahinter, er steht an unserer Seite. Blicken wir neu auf ihn, werfen wir all diese falschen Bilder und Vorstellungen,
die aus dem allmächtigen Gott einen machtlosen Hausgötzen gemacht haben, über Bord. Lassen wir unseren Blick reinigen, hören wir niemals auf zu lernen und in unseren Gebeten ihm zu begegnen. Er, der unser Herr ist, unser Bruder, unsagbar nah, ein unendlich unser liebender Freund und doch der allmächtige Gott. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen einen schönen und gesegneten Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus.